Das heißt, dass sie den Islam so praktizieren, wie der Prophet das auch gezeigt hat. Nicht wie der Vater es gezeigt hat, der Opa, der Hodja, der Schauspieler. Ich habe mal in Mekka jemanden gesehen, wie er gebetet hat. Ich habe mal in Medina gesehen, jemand hat sich irgendwo gekratzt und ich mache das auch. Ja? Gibt es viele. Du sagst ihm, warum machst du das? Sagt er, ich war mal damals in Mekka gewesen, habe ich gesehen, dass jemand das gemacht hat. MashaAllah, wen hast du da gesehen? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim. Wen hast du da gesehen? Hast du irgendeinen, Allahu A'lam, Pakistaner, Bangladeschi, Marokkaner, Algerier gesehen, der irgendwas gemacht hat? Du brauchst, Wallahi, du brauchst einfach nur ein bisschen an irgendeiner Tür in Medina und Mekka zu streicheln. Du siehst, der danach, guck, macht das auch. Der danach macht das auch. Und dann irgendwann mal, ja, Generationen später, ja, heißt es, ja, dein Opa damals, vergiss es nicht, wenn du nach Mekka gehst, dann gehe zum Tor so und so und streiche da, denn dein Opa und dein Opa, die haben das alle so gemacht.